Alter, komm runter, du kleiner mieser Wichser. Na los, komm. Mal sehen, was das für Konter gibt. Nice. Auch nicht schlecht. Der war übel. Den auch direkt in den Rücken gestochen. Zack! Gut, hier lang. Komm her. So, kurz warten. Ups, Entschuldigung. So, den Bekanntheitsgrad mal eben zwischendrin ein bisschen senken. Kann nicht schaden. Alter, dann lauft mir doch nicht hinterher, wenn ihr nichts damit zu tun haben wollt, ihr Spastis. Dumme Menschen, ey. Jawohl. Sehr schön, sind wir zu Hause. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein, schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Oh ja. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Der verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi, helft unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Wird gemacht. Den erledigen wir, den allen Spasten. Achso, Verbündete. Okay, cool. Moment, wenn ich schon hier bin. Double Kill. Ich liebe das, wie sie noch so ein bisschen rumspritzen da. Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Okay. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt. Jawohl. Machen wir. Francesco de Pazzi finden und ihn töten. Ich dachte, den hätte ich sowieso schon fast gekillt hier. Oder wie hier überall Kämpfe sind, ne? Helfen wir den mal ein bisschen. Ups. Oh, cool. Haben die auch so geschafft. Sehr schön. So, ab geht's. Dahin. Hab vergessen, wie das hieß. Irgendwas della Signoria oder so. Keine Ahnung. Oh geil. Kein Schaden bekommen. Sturzschaden. Wir kennen einen anderen Eingang da rein, aber ich glaube, den können wir nicht nochmal benutzen. Schade. Aber gut. Lässt sich nicht ändern. Wir finden ihn so oder so. Wir haben ja die geile Map-Markierung. Alter, wo ist der Spasti denn? Ich dachte, der ist hier. So, hier rüber. Et voilà, wir sind da. Tschü, voll das fette Battle. Da will ich mitmischen. Lass mich dahin. Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt. Ja, Kampf. Kommt her. Dort drüben ist ein guter Weg.
geschafft. Sehr schön. Warum die Kapuze? Das Was versteckt er? Hey, anhalten! Ich habe eine Frage! Da! Auf ihn! Schneller! Verdammt! Er kommt! Eccolo! Packt ihn! Sehr nett von euch. Na, kann ich nicht jetzt? Komm, gehe ich mal runter zu denen. Begebe ich mich mal auf deren Niveau. Okay, weiter geht's. Ab nach oben. Höher hinaus. Trottel? Warum geht der... Was macht der denn? Alter, ist der verwirrt? Alter. Scheiß Spacko. Alter. Alter, verpiss dich, Mann. Ja, verrecke. Schön Sturz. Tot. Das wird langweilig, ich erledige erstmal deine Wachen. So, und der letzte. Wache! Wache! Sind keine mehr übrig! Es gibt nur uns. Ach, fall runter. Lass ab von mir! In das Heu gesprungen. Wollen wir wetten? Können wir aber auch. Na. Oh, das war ja einfach. Trottel, ey. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiem. Boah, ein kleiner Reim für dich. Oh. So. Libertar, was? Okay. Okay. Geile Aktion. Nice. Wie sie sich da umfreuen. Und die alle ein bisschen geschockt. Er natürlich auch voll in Panik. Was hat, wo hat er Francescos Kleidung hingepackt, hingebracht? Egal, Francesco ist erledigt. Der olle Penner. Sequenz 4 ist beendet. Woohoo! Nice. One! Wow. Kam epic. So in Zeitlupe. Yo! Ego-Perspektive. Ja, ich habe kein Pad leider. Ich habe überlegt, ob ich mit meinem PS3-Controller spiele. Aber. Eher nicht. So, wo sind wir jetzt? Immer noch in Florenz? Oh, der will mit uns reden. Wie nett. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte.
so begann eine lange, blühende Freundschaft. Zweier. Könnten Sie bitte Ihre Hand da wegnehmen? Das ist sexuelle Belästigung. Und meine. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano D'Avagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Codex-Seite. Ich nahm sie von Francesco De Pazzi. Geil. Da ihr sie sicher nicht mehr braucht. Nee, definitiv nicht. Ich habe mich immer für alt. Der wurde abgestochen und erhängt. Der ist tot. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Jawohl, und ab geht's zurück nach Monteregioni. Nein, doch noch nicht. Gibt es hier irgendwie noch was? Oh, Lorenzo de Medici. Geburtsjahr 1449. Beruf Herrscher von Florenz. Geiler Beruf. Lorenzo de Medici regierte geschickt das Florenz der Renaissance in seiner Blütezeit. Er hielt den Traum der Florentinischen Republik aufrecht und ließ den Menschen dabei zugleich nur wenig gesetzliche Macht. Ein bisschen runterscrollen. Lorenzos Großvater war Cosimo, gründete die Medici Bank und schuf so eines der einflussreichsten Geldinstitute in Europa, durch das er sagenhaft reich wurde. Lorenzo wurde als der klügste von Cosimos Enkeln angesehen und bereits als Kind auf diplomatische Vertretungen geschickt. Sein Vater war zwar kränklich und unfähig, doch seine Mutter war eine Dichterin. Sie stellte Lorenzo vielen bedeutenden Künstlern der damaligen Zeit vor und träufelte ihm so die Liebe zur Kunst und Kultur ein. Im Jahre 1469, mit gerade einmal 20 Jahren also, wurde Lorenzo das Oberhaupt der Familie Medici. Ab diesem Zeitpunkt gewann er mit Hilfe von Freunden im Stadtrat, Schmiergeldern, strategisch wichtigen Eheschließungen und Drohungen schnell die Kontrolle über die florentinische Regierung. Doch Florenz gedieh prächtig mit Lorenzo als Strippenzieher. So wurde zwischen den streitenden Stadtstaaten Italiens Frieden geschlossen und mehrere Meister der Renaissancekunst wie Botticelli und Michelangelo konnten sich unter seiner Obhut entfalten. Letzten Endes war Lorenzo glücklicher, wenn er Gedichte schreiben und indirekten Einfluss nehmen konnte, als bei der Leitung der Bank seiner Familie. Zu seinen Lebzeiten gingen mehrere Zweige der Bank bankrott und das Vermögen der Medicis wurde für Frivolitäten und wie Turnierkämpfe und ähnliches verschwendet. Lorenzo starb im Jahre 1492. Er war nahezu pleite und konnte die heftige Reaktion des Volkes gegen seine verschwenderische Lebensart sowie den Aufstieg des verrückten Mönchs Savonarola nicht verhindern. Alles klar. Das nochmal so am Rande. Allerdings gibt es... es gibt hier neue Missionen. Auftragsattentat. Ich würde mal sagen, die machen wir mal. Oh. Entschuldigung. Die Pazzi-Verschwörer. Ja, letztendlich waren das... Okay. Letztendlich waren das doch noch nicht alle, die wir bisher hatten. Selbstverständlich gab es noch mehr Verschwörer. Und aber auch die werden wir kriegen nach und nach. Oh ja. Whee! So, ich will nochmal beim Schmied vorbeigucken, was der denn so im Angebot hat. Wo ist der Schmied? Was zum Teufel? Hier ist er. Diese